Ich würde ganz kurz auf die Situation in der Ukraine eingehen. Wenn man sich jetzt mal schaut, das ist jetzt die Preisentwicklung direkt Börse für den Liefertermin Mai 2022. Da kann man natürlich hier schon sehen, Ende Februar, da ging es von einem ohnehin schon sehr hohen Niveau nochmal sehr viel höher. Wir hatten Preise über 400 € in den vorderen Termin. Das war dann natürlich immer, oder das war da schon der Märztermin. Da der heute aber nicht mehr gehandelt wird, habe ich mir erlaubt, den jetzt auch nicht mehr darzustellen. Auch beim Mais sieht das Ganze nicht so wahnsinnig viel anders aus. Wer hätte das vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren gedacht, dass ich für eine Tonne Mais mal mehr als 300 € verlangen kann? Wohlgerechnet Körnermais. Das Ganze ist natürlich zum einen etwas angstgetrieben, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gute Gründe, warum die Preise insbesondere in Europa so stark zugelegt haben. Wenn wir uns einfach mal schauen, das ist jetzt bis einschließlich 6.3. im aktuellen Wirtschaftsjahr, hat die EU knapp 11,4 Millionen Tonnen Mais, Körnermais importiert. Davon kommen allein 6,23 Millionen aus der Ukraine, 54% der gesamten Bestellung. Und der andere Teil kommt aus Brasilien, noch knapp ein Drittel. Und in Brasilien, das werden wir nachher auch noch mal etwas im USDA-Bericht uns noch mal zu Gemüte führen. In Brasilien haben wir aktuell genau das gleiche Thema, wie wir hier 2018 hatten. Es ist dort viel zu heiß und viel zu trocken. Wenn wir jetzt mal alle anderen sehen, von denen wir noch Mais bekommen, ich hätte die jetzt auch von ihrem Anteil her einfach unter Sonstige zusammenfassen können. Das sind nicht mehr so wahnsinnig viele andere, von denen die EU dann noch eben Mais bekommt. Wenn wir uns das Ganze beim Raps anschauen, war es im aktuellen Wirtschaftsjahr so, dass dort gut die Hälfte aus der Ukraine kommt, 46%. Australien ist ein bisschen in die kanadische Stelle reingekommen. Gewöhnlich kriegen wir die zweitgrößte Menge aus Kanada, aber die eben erwähnte Missernte im letzten Jahr führt eben dazu, dass Kanada aktuell kaum oder exportieren kann. 3,5 Millionen Tonnen Rapssaat hat die EU bis zum 6.3. entsprechend geordert. Wie gesagt, knapp die Hälfte davon, 1,613 Millionen Tonnen, kommen eben direkt aus der Ukraine. Und auch hier nach diesen drei großen Lieferanten, Ukraine, Australien, Kanada, ist da auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Moldau noch mit 2%, Serbien mit 2%. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man auch von deren eigenen Produktion sagen kann, da können wir so wahnsinnig viel mehr jetzt noch rausziehen. Ganz groß, das trifft vor allen Dingen diejenigen, die natürlich auch auf Biohaltung setzen, beim Sonnenblumen. Ölimporte, aber auch bei Sonnenblumenkernen. Das wäre jetzt egal, welche der beiden Grafiken ich dort genommen hätte. Ist es einfach so, dass deutlich mehr als 2/3, 86% sogar aus der Ukraine kommen. Alles andere sind im Prinzip schon fast nicht mehr messbare Werte, wenn man das mal vergleicht. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was wächst in der Ukraine und was wächst in Russland? Auch in Russland werden wir natürlich irgendwo jetzt bedingt dadurch, dass die am SWIFT-System nicht mehr teilnehmen, dass die teilweise in US-Dollar nicht mehr handeln können, wird natürlich irgendwo der russische Export auch zum Erliegen kommen oder auch nicht mehr so klar sein. Weltweit gesehen produziert die Ukraine 4% des weltweit geernteten Weizens. Sie steht allerdings für 9% des weltweiten Handels. Und da kann man durchaus sehen, also die mögen zwar an sich erstmal kein großer, oder wo man sagen könnte, die 4%, auf die kann man ja vielleicht auch mal verzichten, aber es sind schon 10%, die am weltweiten Handel dort eben stattfinden. Aus Russland kommen nochmal weitere 13%. Und wenn wir uns das Ganze beim Mais anschauen, produziert die Ukraine zwar nur 3% der weltweiten Mais-Output, aber steht eben alleine für 14% des Welthandels. Und Ähnliches kann man auch für den Raps darstellen, aber auch im Prinzip die Statistik habe ich jetzt nicht mitgebracht. Die Ukraine ist für uns, was Gentechnik,
rein Soja angeht, was Bio-Soja angeht, natürlich auch schon ein sehr wichtiger Handelspartner. Da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele andere, die dort eben auch noch tätig sind. So. Das lässt vielleicht auch mit dem Hintergrund dieser Daten vielleicht auch ein bisschen nachzuvollziehen, warum hat jetzt so ganz just dieser Einmarsch Putins in die Ukraine eben auch für diese Verwerfungen und für diese Preisanstiege an den Börsen gesorgt und tatsächlich auch auf den Kassamärkten gesorgt, weil wir natürlich schon eine gewisse Abhängigkeit von der Ukraine haben, insbesondere beim Mais und beim Raps. Beim Weizen ist das Ganze für Europa an sich noch nicht so gravierend, weil wir Europäer ja selbst auch eher Exporteure als Importeure sind. Beim Mais und beim Raps sieht es allerdings natürlich ganz anders aus.